Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ja, ihr seht es schon quasi am ganzen Schattendingensbummens Gedönsel, also der Schattenhaftigkeit hier. Das Wasser ist weniger schön, aber es ist auch weniger schattig. Also die Schatten spielen hier nicht mehr so verrückt. Ja, ich habe nämlich die Oblivion Reload Mod ausgestellt und hoffe, dass jetzt das Spiel wieder etwas besser läuft. Ich habe ein paar andere Mods installiert. Ich weiß aber noch nicht, ob die so bemerkbar sind. Also ich habe so ein bisschen das Gras verbessert. Ja klar, ich habe ein paar Grafikmods noch installiert. Ich weiß aber nicht, ob die sich wirklich auf das Spiel auswirken. Ich habe sie jetzt nämlich nicht ausgestellt und wie angestellt. Ich finde übrigens, die Fenster sehen hier ganz merkwürdig aus, aber okay. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir unser Haus, wir haben wieder Platz in den Taschen. Wir können also theoretisch weiter reisen. Wir reisen auch weiter. Ich würde jetzt aber ganz gerne endlich mal in die andere Richtung, nämlich hier nach Bravil oder nach Leavin oder halt eben nach Chardinal. Nach Leavin, Bravil oder eben nach Chardinal. Genau. Ja, die drei. Die drei Städte haben wir nämlich noch nicht besucht. Das wird jetzt natürlich nochmal wieder ein ganz deutlich, ziemlich langer Weg, den wir hier zurücklegen müssen. Eswim wird erst einmal im Haus verweilen. Wir reisen also erstmal wieder alleine. Jetzt habe ich eigentlich nach einer Mod gesucht. Die habe ich leider nicht gefunden. Die mir anzeigt, welches Level die einzelnen NPCs halt haben. So zum Beispiel, welche Stufe hat diese Wache hier? Hallo. Ne? Entschuldigt mich. Ja, du bist im Dienst, okay. Rumors. Hey, seid. Nein, ich bin immer noch keine Frau. Okay. Wiedersehen. Nein, also die Mod habe ich leider nicht gefunden. Ich werde noch weiter gucken. Aber aktuell ist es jetzt nicht so schlimm. Ich finde aber deutlich, ich finde, dass das Spiel jetzt auch deutlich flüssiger wieder läuft, tatsächlich. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Und jetzt, genau jetzt fängt es an zu laggen. Okay. Ja, ich würde sagen, Krähenheim ist unser nächster Ort. Denke ich, das ist eine ganz gute Sache, weil wir hier ja in der Nähe diese Quest noch eben haben. Aber auch hier sieht es eigentlich deutlich besser aus als, warum reitet sie da mitten durch die Wiese? Okay. Kann man machen. Ich habe jetzt auch noch eine Mod, eine Mod gefunden. Ja, man merkt, ich habe ein bisschen rumgestöbert. Es ging um eine Mod. Kann man das markieren? Es ging um eine Mod, die quasi die Präsenz der kaiserlichen Legion ein bisschen erhöht. Bedeutet, dass alle Stadtwachen in allen Städten auch die Rüstung der kaiserlichen Legion bekommen. Und auch alle Hauptmänner und hast nicht gesehen, dass die halt alle in kaiserlicher Legionsrüstung rumlaufen. Habe ich jetzt mal nicht installiert, fand ich jetzt nicht so toll. Also, ich finde eigentlich schon schön, dass jede, das Wetter steht gerade um. Finde eigentlich schön, dass jede Stadt so ihr eigenes Ding hat, ihr eigenes Wappen und so. Das, ist schon ganz schön. Und, ich finde eigentlich so die Designs, die, Krähenheim. Wir sind da. Ja. Finde das eigentlich ganz schön, dass jede Stadt so sein eigenes Ding auch hat. Oh, hi. Ja, danke. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, war das schon immer so laut, ey? Hi. Was? Gott, Zwergenbogen. Was? Wo? Wo denn? Ach da.
So, zack. Der Untod hat wohl hier wieder einen Zug gefunden. Hier gibt es wohl noch mehr Skelettis. Hier ist noch ein Skelett. So. Ja, ich habe auch eine Mod installiert, aber auch da weiß ich gerade noch nicht so, ob die funktioniert hat. Die soll so ein bisschen die Dungeons ein bisschen interessanter gestalten oder ein bisschen schöner gestalten. Auch da kann ich euch jetzt aktuell noch nicht sagen, ob das geklappt hat, weil ich war jetzt zum Beispiel offscreen, mal testweise in einen der Dungeons. Ach so, was ich eigentlich auch mal probieren wollte, war das hier. Nee, geht das. Geht leider immer noch nicht. Schade. Ja, das ist irgendwie immer noch ein Mysterium, warum die Speicherfunktion irgendwie nicht mehr geht. Das ist auch noch... Also dieses ganze Spiel ist irgendwo ein Mysterium und jetzt kann man sagen, ich habe es vielleicht kaputt gemoddet, aber eigentlich geht das nicht, weil ich habe das ganze Spiel deinstalliert, alle Dateien gelöscht, alles nochmal runtergeschmissen, was ich so gefunden habe in den Verzeichnissen und alles nochmal neu installiert und trotzdem ging da schon die Speicherfunktion nicht. Also die geht schon seit Anfang an nicht. So. Ja, alte Holztür nach Krähenheim. Ich bin gespannt, aber ich glaube, hier wird sich nicht viel geändert haben. Aber ich finde es jetzt eigentlich schon irgendwie viel schöner. Ah. Ich habe Krähenheim betreten. Irgendwo hier werde ich die Wahrheit nach der Agronach Gromalong sucht ans Licht bringen. Ich sollte jedoch vorsichtig vorgehen. Die Festung hat schon vor langer Zeit ihren adligen Glanz verloren. Und die Gegenwart des Bösen ist untrüglich. Ja, das kann man so sagen. Hier ist nichts mehr so schön. Also, hier würde ich jetzt nicht wohnen wollen. Hier machen wir Zauber an hier, ne? Mal ein bisschen Licht in die, ins Dunkeln bringen. Ja, wobei hier die Spinnennetze vielleicht? Ist das irgendwie... Müsste ich jetzt nochmal... So, weg hier. Ach so, weißt du, was wir mal machen können hier? So. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das als Schwierigkeit haben. Wie gesagt, wir hatten das damals als Kompromiss gemacht. Zum Klingenrüstung, Dingens. Was heißt damals? Ist ja noch gar nicht so lange her, ein paar Folgen. Ach, Mann. Ich lieb das Spiel. Also, ich habe auch immer noch Bock drauf. Hier vielleicht so das Nebelige vielleicht? Vielleicht habe ich aber auch zu lange mit der Dingens-Mod gespielt. Mit dem Oblivion Reloaded. Da wollte ich eigentlich auch nochmal gucken, es gibt verschiedene Reloadeds. Vielleicht war ich auch an einem... Habe ich auch einen etwas schlecht verarbeiteten Modell... Vielleicht habe ich auch ein schlecht verarbeitetes Modell genutzt, das weiß ich noch nicht. Das werde ich aber dann auch nochmal gucken. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch wieder mehr da dranbleiben und nicht nur hier aufnehmen und euch irgendwie was, nur um euch irgendwas zu präsentieren. Ich habe das große Glück, aktuell mehr Zeit zu haben. Wegen Urlaub und so. Und deswegen kann ich ein bisschen mehr aufnehmen. Und dann habe ich halt auch mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen. So. Das ist so schön, einfach mal wieder in den Dungeon zu gehen und es ist, wie gesagt, es ist ein 2006er Spiel und ich möchte es halt auch, ich weiß gar nicht, wie weit man dieses Spiel grafisch aufhübschen kann, dass das auch noch realistisch aussieht und auch noch schön aussieht. Weil man kann natürlich ein Spiel, was so halt 2006 ausgesehen hat, auch komplett kaputt modden. Ne, das geht auch. Ne? Und man muss ja nicht alles... Ich sag mal so, ich hab da Bilder gesehen, wo Leute wirklich auch die Modelle der Charaktere verändert haben und so. Das will ich alles gar nicht. Ich will nicht, dass die arschwackelnd da durch die Städte laufen. Das ist gar nicht so... Ne, es soll ja irgendwo immer noch den Charme von dem ursprünglichen Spiel behalten. Wer ist das denn? Ich quatsche hier die ganze Zeit und da läuft einfach jemand her. Hallo? Och,
Hier ist aber noch schön. Braunes Hemd, Pfeilwurz. Oh, der hat uns noch nicht gesehen. Wir leuchten zwar wie so ein Weihnachtsbaum, aber ist ja egal. Weißt du was, wir ballern den mal mit unserem neuen schicken Bogen ab, den ich echt geil finde. Der sieht richtig schnieke aus. Er hat so ein bisschen, ich meine sogar bei Skyrim, die Daedra-Bögen, die sehen auch so aus. Pegasus Bow of Domination. Kreatur befähigen bis Stufe 10 für 50 Sekunden an Schlag. Aha. Können wir den jetzt befehligen hier? Hä, wo sind denn unsere, ach da. Ach, jetzt geht der wieder aus dem Bild. Komm schon. Kommt er wieder in unsere Richtung? Da müsste er gleich sein. Wir locken ihn mal in die Richtung. Ach, jetzt komm! Was ist das? Wow! Was zum Henker? Wer ist das denn? Oh. Das war wohl der Lord dieser Festung. Alidendagger. Cool. Vielleicht was für Eswin. Oh, ist dunkel geworden wieder. Schreibtisch, ein Brief. Ich war untröstlich, als du mich zurückgewiesen hast. Sag mir, was ich tun soll, um dein Herz zu erobern. Ich werde Trolle erschlagen, durch Dornen gehen oder eine Woche lang fasten. Bitte verschließe dich mir nicht. Ich liebe dich mehr als eine Blume, die Sonne. Dein reumütiger Geliebter. Okay. Wen auch immer dieser Brief gegangen ist. Okay. Fürst Lovidicus. Der Vater des Guten. Aber guck mal. Aber warum hat er uns angegriffen? Oh, Bücher, Zaubereihandbuch, haben wir das schon? Weiß ich nicht, nehmen wir mal mit. Vielleicht gibt es hier eigentlich auch eine Mod für, dass man sehen kann, welche Bücher man... Oh, Urkunde der Magiergilde. Ja, nehmen wir mal mit, ne? Er war also Mitglied der Magiergilde, das ist interessant zu wissen. Mhm. Und er hat irgendwas mit Toten. Tagebuch des Fürsten Lovidicus. Gucken wir gleich nach. Oh, wir haben mal wieder eine Tour geöffnet. Ja. Ach, Mann. Ja, uns fehlen leider immer noch die Dietriche. Und hier ist eine leere Truhe, nur mit einem Greifzirkel. Will ich jetzt wissen, was er damit gemacht hat? Besser nicht, ne? Besser nicht. Ist schon wieder dunkel. Sackleinenhose. Sackleinen. Mhm. Hatten wir auch mal. Surini Brüder, Jahrgang 399. Nehmen wir mit hier das gute Zeug hier. Können wir uns mit Eswim gleich erstmal hinter der Birne kippen. Ein Apfel und ein Brotleib. Kann schon älter sein. Egal, nehmen wir mit. Tagebuch des Fürsten Lovidicus. Eintrag 1. Schönheit, rein und erhaben. Nur so lässt sich meine Angebetete, die Jungfer Gromalok, angemessen beschreiben. Die Orks von Tamriel werden zwar häufig von den anderen Bürgern des Kaiserreichs geschmäht und selten ob ihrer Schönheit bewundert, ist nun meine geliebte Luktuf eine Ausnahme unter Orks, die sich im Äußeren von ihrer übrigen Sippschaft unterscheidet? Nein, in der Tat ist sie mit ihrer grünen Haut und kräftigen Statur ein Musterbeispiel ihrer Rasse. Doch gleichwohl ist sie wunderschön. Wer bin ich, dass ich über andere richte? Wie könnte ich andere kritisieren, wo doch so viele mir das Recht zu existieren absprechen würden. Ich kann nur hoffen, dass meine Liebste gleichfalls mit Verständnis reagiert, wenn sie von meiner einzigartigen Natur erfährt, denn dieses sorgsam gehütete Geheimnis habe ich ihr noch nicht offenbart. Eintrag 2. Verflucht seien die Machenschaften meines Standes, Steuereintreibung, Handelsverhandlungen
und Sitzungen mit hinterlistigen Aristokraten. Manchmal könnte ich ob meines Geburtsrechts verzweifeln. Mein halbes Leben lang habe ich meine wahre Identität verbergen und mein Geheimnis hüten müssen. Doch nun stehe ich vor einer noch größeren Herausforderung. Denn wenn es ans Licht käme, dass ich mich in eine Bedienstete obendrein einen Ork verliebt habe, wäre es mein Ruin. Solch ist das Leben eines Adligen von Cyrodiil. Eintrag 3. Schimpft mich ein Feigling, aber bisher habe ich nicht die Kraft gefunden, meiner geliebten Luktuf die Wahrheit zu sagen. Vielleicht ist es besser so. Was hätte sie davon, wenn sie es wüsste? Sie würde alle meine Ängste, aber keine meiner Fähigkeiten teilen. Ihr Leben wäre von Zweifeln und Ungewissheit geplagt. Und dennoch, wenn sie den Rest ihrer Tage mit mir verbringen soll, hat sie das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Welche Wahrheit das wohl ist, werden wir vielleicht weiter erfahren. Eintrag 4. Welch eine Freude, sie bekommt ein Kind. Meine geliebte Luktuf trägt mein Kind unter dem Herzen. Die Hebammen meinen, es wird ein Junge, und wir haben uns bereits auf den Namen Agronak geeinigt. Für wahr. Ich habe nie gewusst, dass solch ein Wunder möglich wäre, aber die Götter haben uns ihren Segen gewährt. Und so sei es. Ich frage mich natürlich, ob mein geliebtes Kind meine dunkle Gabe erben wird. Das wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Dunkle Gabe, okay. Eintrag 5. Heute Abend wird die Wahrheit offenbart. Ich werde meiner geliebten Luktuf alles beichten. Sie soll wissen, wer und was ich bin. Und wir werden entscheiden, wie das teure Kind aufgezogen werden soll, das in ihrem Leib heranwächst. Eintrag 6. Verrat! Diese ruchlose, abscheuliche Metze, das erdreistet sich Luktuf, meine Beweggründe anzuzweifeln. Ja, die Liebe anzuzweifeln, die ich für mein eigenes, noch ungeborenes Kind empfinde. Wie schnell hat sie mich verurteilt, als sie die Wahrheit erfuhr, dass ich Fürst Lovidicus nicht mehr Mensch bin, sondern seit 200 Jahren als Vampir durch Tamriel wandle. Ich bin also ein Ungeheuer, ja? Vielleicht hätte ich ihr Recht geben sollen. Vielleicht hätte ich sie aussaugen sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Aber ich habe sie geliebt, mehr als ein Mann jemals eine Frau geliebt hat. Und ich wollte nichts sehnlicher, als unser Kind in diese Welt zu geleiten und meiner neuen Rolle als Vater gerecht zu werden. Wenn Luktuf wieder bei Sinnen ist, dennoch weigert sie sich, aus ihrem Zimmer zu kommen, können wir vielleicht ein vernünftiges Gespräch über unsere Zukunft führen. Viel Hoffnung habe ich jedoch nicht. Eintrag 7. Eingesperrt in meinem eigenen Haus. Während ich schlief, schloss mich Luktuf in meinen privaten Gemächern ein. Sie rief mir durch die Tür zu, dass sie vorhabe, mit unserem ungeborenen Kind zu fliehen. Sie will mir mein Kind vorenthalten. Wenn ich mich befreit habe, werde ich diese verräterische Hure finden und ihr das Kind aus dem Leib reißen. Huh, okay, das ist aber schnell umgeschlagen. Von Liebe zu Hass. Eintrag 8. Zwei Wochen sind vergangen, seit Luktuf mich hier eingesperrt hat. Trotz größter Mühe habe ich mich nicht befreien können. Ich kann die Türen nicht durchbrechen. Ich glaube, wenn ich nicht bald Nahrung erhalte, werde ich wahnsinnig. Eintrag neu. Trinken. Blut. Ich brauche es. Ich brauche Blut. Eintrag 10. Punkt. Und das ist wahrscheinlich der Fürst Lovidicus, den wir jetzt getroffen haben. Er ist verrückt geworden. Ich habe das Tagebuch des Fürsten Lovidicus entdeckt. Es enthält in der Tat Informationen über Agronak Gromalongs Geburt, beweist aber, dass er die Ausgeburt eines Vampirs war. Agronak wird nicht erfreut sein, das zu hören. Das ist aber der Beweis, nachdem er gesucht hatte. Ich muss ihm das Tagebuch ins Schlachthaus der Arena der kaiserlichen Stadt bringen. Ich weiß nicht, ob wir ihm das mitteilen sollten, aber er wollte ja die Wahrheit wissen über seine Herkunft. Manchmal ist es besser, wenn man schweigt. Schön, Lebenstränke. Die hat er wohl nicht mehr gebraucht, ne? Er war ja tot. Also ich weiß nicht, ob ein Vampir ist... Ein Vampir ist ja nicht wirklich tot. Oder? So, hier war aber gerade noch eine Tür, die wir noch nicht lang gelaufen sind. Nämlich diese hier. Begräbnishallen. Oh, das klingt ja wieder einladend hier. Nicht, dass wir hier unser Begräbnis finden. Oh, wer ist das denn da hinten? Hallo?
Oh, ah. Oh, sind wir mit Vampirismus infiziert? Alter, die ist aber stark. Ach, Mann. Aber so macht das Spiel irgendwie mehr Spaß, wenn die Gegner auch ein bisschen was aushalten. Daedra-Beinschienen, sollen wir die mitnehmen? Ja, so eine Daedra-Rüstung kann man vielleicht mal irgendwann gebrauchen. Jäger-Mukasins. Mhm. Hier, wir müssen ja auch mal ein bisschen was für unser modisches, wir haben hier die Hose ausgezogen, okay. Starkes Gift der Stille. Nehmen wir mal mit. Ob wir es brauchen, weiß ich noch nicht. Tatsächlich werden wir es wahrscheinlich sowieso wieder verkaufen. Hi. Timberwolf. Und da hinten ist noch ein Skelettchen. Hier ist noch ein Tränkchen. Hallo. Uiuiuiuiui. Hat aber jemand Energie. Ah, jetzt nicht mehr. Dwarfen Ninjato. Ninjato. Kann man hier in den Särgen was... Kann man da reingucken? Hallo? Mhm. Okay, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Hier waren wir nämlich noch nicht. Hallo? Ein Wolf und ein Timberwolf. Guck mal, die kuscheln. Haben es ja auch gemütlich hier in den Gruften. In den Gruften. Ja, Gruften ist richtig. So. Das ist ja jetzt enttäuschend, dass es hier nichts sonst gibt. Warum guckt er uns mit dem Rücken an? Hallo. Ich habe übrigens noch nicht herausgefunden, wie man die Karte rauszoomt. Das wäre auch mal schön zu wissen. So, was hat die? Superior Mirandel Light Warhammer. Mhm. Oh, 3800 Gold. Aber an Gold mangelt es uns ja nicht, Freunde. An Gold mangelt es uns nicht. Ach, guck mal, da können wir ja gleich hier in dem Häuschen von dem guten Vampir mal schlafen. Weil wir schon wieder ein Level-Up haben. Das geht ja hier schneller als bei Pokémon, Mensch. Geht tatsächlich schneller. Teilweise. So. Wir schlafen in... wo ist denn das Bett von dem? Ach, da. So, einmal eine Stunde schlafen. Oh. Oh. Ups. Kann man davon geheilt werden? Ich wollte nicht Vampir werden. Warte mal. Okay, wir können dann jetzt erstmal nicht schlafen. Okay. Okay, Krankheit, porphyrische Hämophobie. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das wieder heilen, ne? Dann wohl doch kein Level Up erstmal. Hm. Dann wohl doch erstmal nicht. Ich will nämlich kein Vampir werden. Auch wenn es cool ist. Aber ich will kein Vampir werden. Das muss nicht sein. Vielleicht irgendwann. Also, jetzt aktuell noch nicht. So, da waren wir schon. Ja, dann haben wir eigentlich die Quest abgeschlossen und dann können wir eigentlich wieder zurück in die Kaiserstadt, so würde ich sagen. Will ja auch mal ein paar Quests abschließen. Achso, Follower-Mod, genau. Ist halt auch nochmal ein Grund, warum ich Esrim erstmal zurücklasse, weil ich bin ganz ehrlich, mir gefällt das mit diesen Followern aktuell nicht so ganz.
Ich hatte damals eine Mod, die hat super funktioniert, die war super toll. Da sind die Leute hinterhergelaufen, da bin ich wirklich mit meiner ganzen Truppe da wirklich mit Aswim und hast du nicht gesehen, durch die City gedüst. Und das war auch recht realistisch. Und auch überhaupt nicht overpowered oder so. Aber, naja. Die funktioniert leider nicht mehr mit dem Spiel. Und ich habe auch die Datei nicht mehr gefunden. Und man kann sie ja leider auch nirgendwo mehr downloaden. Ich hatte sie mal in einen externen Ordner gespeichert. Aber, boah, ist das stürmisch hier. Oh, was haben wir denn da vorne? Aber leider, ja, ist es halt so, ich habe diese Mod halt nirgendwo mehr rumliegen und deswegen ist sie einfach verschwunden. Und ich glaube, sie funktioniert mit der aktuellsten Version von... Hoppala. Oh, davon ist noch ein Schrein. Von Oblivion halt auch nicht. Weshalb wir... Oh. Ups. So, kann ich jetzt den Satz beenden? Ja, es funktioniert halt mit der alten Version, mit der aktuellsten Version von Oblivion nicht. Malakaths Schrein. Schön. Hallo. Oh, Malakath hat wohl was mit Orks zu tun. Ist wohl auch ein Ork. Hallo. Schobub Grorudgusch. Ihr wagt es, den Schrein unseres Herrn zu betreten? Ihr seid keiner von uns. Das seht ihr richtig, ich bin kein Ork. Schrein von Malakath, erzählt mir mal mehr davon. Ihr habt wohl nicht verstanden. Wir mögen die schönen Leute nicht. Aber vielleicht könnt ihr mich überzeugen, dass ihr innerlich hässlich seid. Warum will eigentlich jeder, dass wir hässlich sind? Ihr habt wohl nicht... Okay. Geht, dann... Ihr habt nicht die angemessene Opfergabe, die Malakath verlangt. Okay. Ja, dann gehen wir wohl wieder. Schade. Hier war doch gerade noch eine Ruine. Da, genau. Nicht, dass wir hier rüber, da ist gar nichts, ne? Wir sind in der Nähe von Hammerfell. Ah, oh Gott. Ups. Sollte so nicht sein. Können wir uns hier irgendwo heilen? Erstmal gehen wir in die Ruine. Beldaburo. Beldaburo ist die nächste... Das sieht aber schön aus. Was sagst du? Ich hole mal unseren Bogen raus hier. Guck mal, der sieht auch schön aus, ne? Guck mal, das ist auch ein schöner Dolch. Muss ich ehrlich mal sagen. So, wir haben noch einen Pfeil auf dem Rücken. Ich wechsle mal zu unseren... So. Ah, fuck. Ah, wir sind nicht so gut im Bogenschießen. Ah, Hilfe. Wo kommst du denn her? Gleich ist er tot. Das ist jetzt aber fies. Nee, aber wir rutschen runter. Ah, nein. Jetzt ist er gleich tot. Ja, jetzt renn. Renn, renn, renn. Ja, renn. Ah. What the hell? Okay. Ich geh doch mal weg hier. Ich muss deinen Meister töten. Nehmt das.
Alter, der ist schon so durchbohrt von Pfeilen. Jetzt hör doch mal auf. So, Schluss jetzt hier. Mann, gib uns unsere Pfeile wieder. Schön, dass wir unsere Pfeile immer wieder kriegen. Ich mag den Bogen. Oh, guck dir das Meer an. So glasig. Ach so, wir sind immer noch am Crouchen. Das sieht schön aus, guck mal. Das ist wirklich schön, was da hinten wohl auf der Insel ist. Ist das Hammerfell? Das gehört, glaube ich, schon zu Hammerfell, ne? Ja, das gehört zu Hammerfell. Ach, ein Traum. Schön hier. Schön, schön. So. Ab in die Ruine. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Sehr schön. Das erste Mal ohne unseren Freund. Machen wir mal hier die Pfeile wieder aufsammeln, die man noch aufsammeln kann. Ich finde übrigens auch das Bild schön. Unten. Also ich mag den Bogen mag ich ganz gerne. Unser Sun Yan ist zwar immer noch unser bestes Schwert, ne, mit 31 Schaden. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag auch mal die Sachen von den Mods. Na, ich habe ja diese Waffenmod. Oh, schon wieder dunkel. Schön. Wenn wir rauskommen, möchte ich, dass es hell ist. Beldaburo. Ab nach Beldaburo. Ich finde wirklich, dass die Ruinen und alles ohne diese Reloaded-Mod deutlich besser aussehen. Oh nein. Sind die hier auch schon? Ach, Mann. Wo geht's denn hier runter? Ich will da gar nicht runter. Hi. Warum sind die denn immer noch so leicht? Moment mal. Hä? Allgemeine Untertitel. Nee, lassen wir mal aus. Könnte ich anstellen, mache ich aber nicht. Ja. Oh, wir kriegen mal wieder was. So, den Ring lassen wir hier, brauchen wir nicht. Esum hat genug Schmuck geklaut zu Hause. Schmuck zu Hause. Geklaut? Der klaut doch nicht. Esum doch nicht. Okay. Vielleicht finden wir dafür noch einen Schlüssel. Hallo? Also entweder... Ah, da kommen ja schon die nächsten. Hi. What the hell? Beschwörer. Oh, guck mal, die haben Tränke. Und auch noch die guten. Ah, das ist schön. Wir werden bald auch wieder durch die Daedra-Tore. Also ist auch mal wieder schön, alleine zu reisen. Man hat immer diese ganzen Begleitungen dabei. Kleine Kiste. Oh, gibt nichts Interessantes. Warte, wir müssen nochmal zurück. Da war nämlich noch ein Schalter. Ich weiß, es ist schon wieder dunkel. Ich mach Licht an. Keine Sorge. So. Schieb den Block. Hey, wieder ein... hallo, ich will nur den Waderstein. Schon wieder ein Waderstein. Was kann man mit denen eigentlich machen? Wofür sind die gut? Das muss ich auch nochmal herausfinden. Ach, guck mal, hier ist auch noch eine Tour. Oh, unser letzter Dietrich hier. Ebenholzhelm. Ah, ist jetzt nicht so notwendig, dass wir den mitnehmen.
Wie gesagt, Gold ist hier nicht unser Hauptaugenmerk. Aber ihr müsst das mal sagen, ob euch da jetzt irgendwas auffällt, wenn ihr selber auch Oblivion spielt. Was hat das jetzt gemacht? Ach, scheinbar da unten irgendwas geöffnet. Wenn ihr selber Oblivion spielt ohne Mods, ob ihr hier irgendwelche Unterschiede jetzt ab dieser Folge seht. Weil ich ja jetzt den Reloaded-Mod aus habe, werden wahrscheinlich Änderungen da sein. Also ich finde, das Spiel sieht hier gerade viel schöner aus als vorher. Als mit dem Reloaded-Mod. Tut mir leid, also der war ganz schön, aber ich bin ehrlich, wirklich brauchen tue ich ihn nicht. Und er hat das Spiel halt auch richtig zum Laggen gebracht. Also er hat Performance geklaut und schön sah es halt leider Gottes auch nicht wirklich aus. Ups. Sollte so jetzt auch nicht sein. Ist hier nichts in dem Raum? Was ist denn hier? Was soll das hier? Hä? Bin ich irgendwie blöde oder sehe ich das nur hier nicht? Gut, dann gibt's hier wohl nichts. Hier hatte ich ja alles, ne? Oh, guck mal, die haben sich hier so ein kleines Alchemielabor eingerichtet. Okay. Früher, ne? Also früher habe ich, da habe ich das für die Xbox gespielt, da habe ich immer diese Teile hier verkauft. Das war so mein Anfangsgeld, was ich anfangs gemacht habe. Da habe ich anfangs diese Novizenkolben verkauft. Oder die Teile hier. Die Mörser glaube ich nicht so. Nee, die nicht. Aber da habe ich die wirklich mal verkauft. Und den Kalkinator. Der Kalkinator. So, hier geht's nicht auf. Warum nicht? Aber es läuft deutlich. Kein Grund zur Sorge, schätze ich. Meine Augen spielen mir nur einen Streich. Ja klar. Wer ist da? Ich bin hier. Bleib stehen. Jetzt. Hör mal auf hier. Richtig hin. Burg Burgunder Leinen der Feuerfestigkeit. Und Dädradolch hat sie dabei. Auch schön. Könnten wir eigentlich mitnehmen. Wiegt nur 10 und gibt gut Geld. Auch wenn natürlich immer noch Geld nicht unser Hauptaugenmerk ist. Ich will es nur nochmal erwähnen. So. Was ist denn, wenn ich alle Welkinsteine mitnehme? Passiert dann irgendwas Besonderes oder... Ich könnte mir die Mühe machen, auch da oben welche reinpacken, aber nö. So, ich habe alle rausgenommen. Alle aufgesammelt, aber es passiert nichts. Nichts passiert. Beldaburo Angar. Dann geht's hier wohl weiter. Machen wir wieder Licht. Oh, hi. Ja, jetzt ist Schluss. Da hast du vollkommen recht. Wo bist du? Bleib mal stehen. Das Ding ist, du bist tot. Netter Dolch. Ich könnte die Waffen auch alle sammeln, ne? Oh, 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 hi. Den haben wir ja schon längere Zeit nicht mehr getroffen. Das ist mal eine erfreuliche Begegnung. Wir treffen immer nur diese Dädrots und die Steinatronarchen, Sturmatronarchen. So. Hier geht's weiter. Sieht gar nicht aus nach einer Falle. Das geht doch hoch, ne? Ja, guck mal da oben. nö, danke. What the? Stirb, du Ratte. Oh, was hat sie denn für eine nette Waffe? Hey,
Jetzt haben sie langsam alle nur diese Daedra-Waffen, ne? Ah, kommen wir leider nicht dran. Man kann sie leider nicht packen. Sonst noch jemand hier? Oh, wir haben sowohl mit Toten experimentiert. Hier ist noch irgendwas. Also, ich will ja diese Statuen sammeln, ne? Die dieser eine da haben möchte. Hieß der Umbakano oder so? Nee. Doch, Umbakano hieß er doch, ne? Da in der Kaiserstadt. Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Hallo? So. Hallo? Hi. Ich bin hier. Oh, ah. Was? Wo ist er? Oh, der Spinnen-Daedra ist wohl... Ist das wohl ein geheimer Daedra-Kult, der hier haust? Weil die können Daedra beschwören. Dann sind hier Daedra noch unter ihnen. Ah, guck mal, da ist nochmal dieser Dolch. Gewandel des Magiers. Fand ich nie so schön, muss ich ehrlich sagen. Ich mag die Gewänder aus Skyrim schöner, aber es gibt ja lieber. Ich mag die schöner. Ja, alles klar. So, was haben wir hier? Nix. Ein leerer Raum. Deswegen ist er auch nicht abgeschlossen. Noch ein leerer Raum. Upsa. So. Ach, guck mal, hier können wir einen Raum öffnen. Gehen wir gleich durch. Noch einmal hier so lang gucken. Scheint aber jetzt nichts mehr hier zu sein. Ich lass mal die Welkinsteine jetzt hier. Außer den da, weil der liegt auf dem Boden. Der Einzelne da. Hier geht's auch nochmal lang. Ach, guck mal, hier kommst du gar nicht her. Guck mal, hier ist die Verbindung zu diesem Raum, wo wir gerade den getötet haben. Aber wo kriegen wir jetzt den Schlüssel her? Wir brauchen Schlüssel für die Tür da in dem anderen Raum. Du hattest jetzt nichts dabei, ne? Hui, ich guck einmal auf die Karte. Okay. Mysteriös. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Vielleicht liegt der Ring auch irgendwo hier? Ach, guck mal, da ist doch der Ring, der Schlüssel. Beldaburos Schlüssel. Da haben wir ihn doch. Muss man sich auch manchmal ein bisschen mehr umschauen, ne? Beldaburo. Ich denke auch immer, ich bin zu schnell. Ach, jetzt sind wir hier oben wieder. Grundlagen der Alchemie, das haben wir wirklich schon. Das weiß ich aber, dass wir das haben. Surili Brüder Wein. Lassen wir auch mal hier jetzt. Können ja nicht alles trinken. Oh nein, keine Dietriche mehr. Was ganz Neues. Aber Lebenstränke kriegen wir ja einige. Das kannst du gar nicht glauben, ne? Wir sind in so vielen Ruinen und hast du nicht gesehen unterwegs und trotzdem haben wir nie Dietriche. Was ist das hier für ein Wein? Bier. Das ist gar kein Wein. Das ist einfach nur Bier. Okay. Ah, toll. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht lang, ne? Doch. Hier. Whoop. Hallo? Wie kommen wir denn da hinten lang? Ah, da vorne. Dann gehen wir da auch nochmal eben lang, komm. So viel Zeit muss sein.
das war die Tür. Ja, okay, dann können wir da doch nicht lang. Dann ist das die Ruine gewesen, würde ich sagen. Dann verlassen wir das Gute. Oh. Yay, wir haben, ich weiß gar nicht, wie hoch wir in den ganzen Sachen sind. Ne, hier, Athletik 71, Schwertkampf haben wir schon 106, Alter. Da sind wir Meister. Wir sind Meister im Schwertkampf. Blocken sind wir bei 37, das müssen wir mal mehr machen. Schwere Rüstung, 85. Liegt halt daran, dass wir mal schwere Rüstung tragen. Alchemie ist auch schon bei 69. Okay. Waffenschmied, das will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen höher machen. Es ist halt ein untergeordnetes, eine untergeordnete Fähigkeit, aber trotzdem möchte ich sie leveln, weil wir wollen ja unsere verzauberte Rüstung auch irgendwann selber reparieren können und nicht immer zum Schmied gehen müssen. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Schade. So, genau, wir mussten hier komplett wieder rum. So, aber mit Blick auf dieses wunderschöne Meer, ihr seht gar nichts, ne? Warte mal, ich gehe mal hier runter. Ich will die Folge immer an einem Ort enden lassen, wo schön ist. Hier. So, hier hinten die Inseln. Warte mal, kann man das nicht hier noch... Nein, ich will keine 7 Stunden schlafen, so 4. So schön, Sonnenaufgang. Oh, das ist doch schön, okay. Ja, das soll es für heute wieder gewesen sein. Wie gesagt, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen und ich hoffe, dass jetzt das Spiel wieder etwas besser läuft. Also, dass es jetzt flüssiger läuft. Weil das hat mich die letzten Folgen tatsächlich auch ein bisschen gestört, dass es immer so am Laggen war. Ich hoffe, dass das jetzt in Ordnung so ist. Grafische Einbuße müssen wir mitnehmen, aber das ist nicht so schlimm. Ich sag mal, spiegelndes Wasser haben wir immer noch, ne? Und der Himmel sieht auch noch ganz schön aus. Also an sich sieht das Spiel immer noch schön aus. Es ist nicht irgendwie hässlich dadurch geworden. Es ist eigentlich viel schöner geworden, finde ich. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob die Grasmod, die ich installiert habe, ob die hier mitwirkt. Das weiß ich nicht. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht bei den Mods, welche da mitwirken. Ich habe das Spiel vor unzähligen Jahren mal gespielt ohne Mods. Und deswegen weiß ich das gerade nicht. Für mich sieht es aber zum Spielen ist es schön. Also so bleibt es auch. Ich denke, grafisch werden wir hier an der Grafik auch nicht mehr wirklich viel rumfummeln. Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Jetzt mache ich wirklich mal Cut, weil sonst rede ich wahrscheinlich noch 20 Minuten weiter über Grafik und hast es nicht gesehen. Ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal und tschüss.